einer Welt, in der man nur noch lebt, damit man täglich Robotern geht, ist die größte Aufregung, die es noch gibt, das alarmliche Fernsehbild. Jeder Mensch lebt wie ein Urwurm. Es gibt ja sozusagen zwei Schienen, das sind die Jüngeren und die Älteren. Und im Jüngeren, da sind wir halt das Beste, was Leipzig hat. So supportmäßig und halt auch prügelmäßig. Und dem Alten können wir denen halt nichts entgegenstellen, weil die Bundesliga gespielt haben und alles sowas. Und dann die viel größeres Kategorie C-Verhältnis als wir. Und deswegen können wir da nichts entgegenstellen. Dann, wenn wir die mal irgendwie erwischen, dann sind sie halt meistens immer mit ihren Alten dabei. Wie damals in Markkleeberg, dieses Hallenturnier, wo sie da uns überfallen hatten. Ist das erniedrigend? Erniedrigend? Ja, schon. Was ja. Hallo. Hallo. Ja, schon. Ja. So. Im Endeffekt bringt das dann immer mehr Anreiz, weil man ganz genau weiß, dass man besser ist als die Jungschen und dass die dann halt das Ältere und das Bessere auflaufen lassen müssen gegen uns. Und das dann irgendwie so Ehrgeiz, dass man weiß, dass man besser ist. Wie siehst du denn diese Fanfeindschaft so in der Geschichte? Wie würdest du die denn beschreiben? Wo ist die entstanden und was ist das heute? Interessiert mich gar nicht so, wie die entstanden ist. Wie gesagt, die ist da und ist halt ziemlich extrem, was jetzt hier so in letzter Zeit abgeht. Und hast du die Lokfans oder wie würdest du das Verhältnis zu ihnen beschreiben? Das ist schon Hass, ja. Ja? Extremer Hass. Stimmt es, dass du manchmal durch die Stadt rennst und Lokfans suchst? Nee, wir gehen halt freitags immer so einen Teil von uns in die Stadt. Halt nicht nur um was zu trinken, sondern auch mal ein bisschen zu suchen, das stimmt schon, aber... Man geht da feiern mit 20 Mann, die gehen da feiern mit 20 Mann und irgendwo in der Innenstadt trifft man sich. Das und was wird dann gemacht? Das müssen keine ausgemachten Dinger sein oder so. Das ist ganz einfach, man läuft sich zufällig über den Weg und dann pöbelt man sich an und dann kommt da eine Handgemenge bei raus. Ne? Das ist ganz klar, aber... und man merkt sich die Gesichter, man weiß, und es kann auch dann mal vorkommen, dass da, was weiß ich, da kommt ein 100-Mann-Trupp von Chemie von irgendeinem Auswärtsspiel und du stehst alleine an der Haltestelle rum. Hatte ich auch schon gehabt, kommt oft genug vor. Und dann? Ja, dann bekommt man gänzlich ordentlich einen in die Fresse poliert und dann läuft man ab. Und jetzt vor kurzem zum Beispiel, ich bin zur Sparkasse gelaufen, von mir unten. Ja, das, ich kam von Arbeit, wollte zur Sparkasse rüber und da kamen mir 6 Leute entgegen, die halt von... Und ja, man kennt sich, wie gesagt, und da hieß es hier, guck hier, Spinner und so. Und dann habe ich da eine eingefangen gekriegt, da war gleich die ganze Unterlippe offen. Ich meine, das kommt halt vor, kleiner Schramm, da mal ein blaues Auge, da mal eine gebrochene Rippe, da mal, was weiß ich, ein geknackstes Jochbein oder so. Ja, Hand gebrochen, aber oft Geschirr auf der Knie, aber mehr hat man nicht. Und Nase? Ja. Und Augenbrauen? Nö. Und da hat man geschlagen gehabt, aber... Mehr auch nicht. Ja, mehr auch nicht, reicht ja. Ja, wie gesagt, es gibt da die Ehre, man wird nicht totgeschlagen, von daher. Und der Rest verheilt so wieder.
Die Polizei hat die verfeindeten Fangruppen auseinandergetrieben. Aber die Fans geben nicht auf. Das Team und ich nehmen im Auto die Beobachtung wieder auf. Wir hoffen, dass wir einmal bei einem Kampf dabei sein können. Der zieht die Handschuhe aus, der Kleine zum Beispiel. Hat gerade die Handschuhe ausgezogen. Stehen aber nicht schön auffällig rum. Da hört er auf zu lachen, das Auto wackelt. So, jetzt kommen welche. Oh Scheiße, jetzt kommen die ganze Bande. Gott, mach doch das alles nicht auf und hören wir uns entdecken. Lass das Auto an. Nee, wir bleiben an den dran. Nein, wir fahren nicht irgendwo weg und denken, dass wir die irgendwo wieder treffen. Ganz fahren. Stopp. Die sind alle in dem Haus ein. Ja, das kann ich nur sagen, warum wir jetzt einen Schicken durchsagen hat zu der Dingensstraße. Ach, das ist ein schöner Fluchtweg. Oh Gott. Wir müssen jetzt auf die andere Seite. Ja nicht vor irgendwelchen Leuten rühmen. Man will sich ja bloß unter den Leuten, die das halt machen, einen Namen erarbeiten oder einen Status schaffen. Man will ja nicht vor der Öffentlichkeit boxen. Also warum sollten wir denn Filme machen wollen für Leute oder für außenstehende Personen? Also heißt das aber auch, dass ihr sowieso sicher seid, ihr werdet nicht so verstanden, wie ihr es wollt? Wir sind uns da sicher, dass wir nicht so verstanden werden, wie wir das wollen. Weil wir werden das nicht als... Diese Leute werden das nicht als Kämpfer angesehen. Diese Leute werden ganz einfach als Schläger, brutale Randalierer angesehen. Na, aber andererseits ist doch alles, was ihr macht, eure Choreografie, euer Support, selbst eure Kämpfe sind doch eigentlich für die Öffentlichkeit. Die Choreografien soll man sehen. Dafür braucht ihr die Medien. Euren Support soll man hören. Dafür braucht ihr die Medien, oder? Im Endeffekt brauchen wir es nicht. Naja, aber dann erfährt es ja auch niemand. Nicht im Endeffekt, ja. Ich sollte bloß zeigen, dass man besser ist als der andere. Im Endeffekt brauchen wir dazu keine Medien. Wir haben in der Halle zeigen, dass wir besser malen können, dass wir besser singen können und dass wir besser kämpfen können als die. Und dazu brauchen wir keine Medien. Steigern, Henne! Jawohl. Hinterhalt vorbei! Was vertret ihr euch denn? Ihr habt durch den Meniskus raus! Ich habe mit den Lok-Ultras vereinbart, das Malen einer Choreografie zu drehen. Kurz vor Drehbeginn bekomme ich wieder eine Absage. Hallo. Hallo.
Wir haben von euch für heute eine Absage gekriegt, weil wir heute drehen wollten. Also ihr macht doch hier auch nichts Verbotenes oder sowas. Das ist doch eine total tolle Sache. Das wäre also schade. Wir haben als Gruppe beschlossen, wir wollen es nicht, da wollen wir es auch nicht. Jetzt muss keiner sehen, wie wir machen. Man muss halt nicht erkennen, was, wie es gemacht wird. Ja, wie es gemacht wird. Ganz einfach, wie es gemacht wird, wer hier malt, was wir malen. Das sehen die alle Samstag, ja, was wir gemalt haben. Hört auf zu filmen, wenn ich Ihnen sage, es wird nicht gefilmt. Wir haben ja bloß jetzt. Nein, wir haben nicht. Raus jetzt! Ja, ja. Raus ab! Sind Sie bescheuert oder was? Komm, da ist die Tür. Schluss, ja, aus. Tschüss. Wir haben jetzt. Raus jetzt! Sonst wird die Kamera kaputt. Ich soll jetzt auch verpissen hier. Verpissen Sie sich. In Deutschland so interessiert mich gar nicht. Also Fußball-WM. Halt bloß so Chemie und Frankfurt. Zum Teil. Ein Treffer. Ja. Ach, und an der WM nimmst du jetzt so gar nicht teil? Ja. Nee, warum nicht? Wegen Meldeauflagen darfst du auch nicht in der Stadt und so. Weil da diese Leinwände sind und alles sowas. Und da könnte es auch zur Ausschreitung kommen. Und deswegen gehst du auch gar nicht hin. Und guckst du denn die Spiele oder guckst du die? Nee, gar nicht. Echt nicht? Nee. Also geht so die WM total an dir vorbei eigentlich? Ja, eigentlich schon. Ich weiß zwar, wie die spielen, aber... Guckst du die nicht an? Nee. Man ist ja ein anderes Fußballniveau als zum Beispiel bei Chemie, oder? Ja, schon. Ja. Mhm. Wenn ich da selber dabei ist, dann interessiert den das auch nicht. Und bei Chemie, bist du denn zufrieden, so wie Chemie gerade spielt und wie das so läuft? Nee, nicht besonders. Wieso? Was könnte denn besser sein? Na, besser sein könnte. Bessere Mannschaftsleistungen, das Aufsteigen und so. Das hätten sie eigentlich schaffen müssen dieses Jahr. Und haben es alles vergurkt. Ja. Was denkst du, woran es liegt? Die waren mal Tabellenführer und dann zu hochmäßig einfach gespielt, gedacht, na, gegen Pößneck und sowas gewinnt man. Und dann verliert man da 1-0. Ja, ist das dann irgendwann sinnlos. Macht dich das als Fan wütend? Na, schon. Weil man lieber dritte Liga spielen muss, also will. Weil man da auch bessere Fanszenen hat zu Gast, wie Dynamo oder Essen und sowas. Reizt dann schon mehr. Was bedeutet das, gute Fanszenen zu Geist? Das heißt, einen guten Mob, ne? Ja, einen guten Mob. Als Gegner zu haben. Supportmäßig und. Ja. Auch nach dem Spiel. Nach dem Spiel, ja. Wenn's geht. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, die WM interessiert mich relativ wenig. Jetzt zur Zeit, ich schlage eine Zeitung auf, ich lese nichts von irgendwelchen politischen Sachen, ich lese nur Fußball, Fußball, Fußball. Das ist so ein aufgesetzter Patriotismus in meinen Augen. Ja? Sonst in jedem, wenn keine Fußball-WM ist, wehe, du sagst, ich bin stolz, Deutscher zu sein. Heute dürfen plötzlich alle mal für 4 Wochen stolze Deutsche sein. Also in meinen Augen sage ich Volksverblödung. Aber das, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber ich sage es einfach mal so für mich.